Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer kleinen Runde im Train Simulator. Wir haben gerade hier gehalten in dem gemütlichen Achtchen da oben steht Spinners. Und jetzt sollten wir uns wieder auf den Weg machen, bevor wir hier Gegenverkehr kriegen. Bremse weg. Und Abfahrt mit 40. Ihr seht, die Tunnel können sogar zugemacht werden, wenn das war. Also haben wir jetzt scheinbar einen längeren Tunnel vor uns. Das wird ja wieder laut werden für euch. Also ich hoffe mal nicht zu laut. Deswegen würde ich mal sagen, Feuer frei. Die Meere Gas. In 4 Kilometern ist schon wieder Endstation. Also nicht Endstation, mal wieder eine Ankunft. Aber ich glaube, jetzt geht es bergab. Wenn ich mir das da gerade so angucke. Aber da sind wir auch nicht mehr so viel zu früh. Von daher ist das alles jetzt easy. Ich schalte jetzt mal ein bisschen stärkere Bremsung ein. Dass ich da bis dahin auf 60 runter bin. So, bremsen wir uns hier mal gemütlich ein. Wahrscheinlich wieder 45 mit dem Signal. Deswegen.
Seht ihr? Seht ihr? Das können wir auch allgemein. Den Schwung herausnehmen. Denn wir wollen ja den Bahnhof zum Stehen kommen. So, Türen auf und den obligatorischen Screenshot, den ich in jedem Bahnhof mittlerweile, glaube ich, mache. So, Türen sind auf, Zugbremse betätigen, Lokbremse betätigen, Zugbremse auf. Dann kann nämlich der Kompressor schon mal arbeiten. So, wann sollen wir hier weg? 29. Nicht vor 15:30. Ja. Dann erwarten wir zumindest noch bis 29. Deswegen muss ich werden dann theoretisch vordere eine Zugende gesetzt. Fenster wieder zu. Und 5 km. Aber mal ein etwas längeres Ausgleichsstück, okay? Aber jetzt muss ich hier höllisch aufpassen mit der Geschwindigkeit. Aber natürlich trotzdem nur 1A Panorama hier, ne? Diese hochalpine Landschaft.
4 Kilometer bis zum nächsten Bahnsteig. Ah ja. Genau, wir sind auf dieser steifen Abschnitt. Wo wir so eine fünffache Schleife rundfahren. Den bin ich wohl mit Absicht auch schon mal in einem freien Spiel gefahren, den Abschnitt hier. Das wird definitiv, hier gibt es sogar eine Panorama-Cam. Und hab da auch schon mal ein paar Aufnahmen gemacht. Die werdet ihr allerdings nicht so schnell sehen. Die würde ich euch nur im Stream eventuell mal zeigen. Also nicht vergessen, ab und an mal gucken, ob ich nicht im Stream was mache. Wobei das aufgrund von viel Arbeit auf Minecraft zurzeit doch reichlich kurz kommt. Denn wir bauen gerade eine neue Stadt. Es haben sich ein paar Spieler das Geld zusammengesucht für eine neue Stadt. Wahrscheinlich auf eine neue Stadteröffnung bald hinauslaufen. Also jetzt jenseits der allgemeine Information. Geht auch nur mit 50 km/h durch. Ah, Mist. Und es geht steil bergab. Immer noch. Und immer noch nur lausige 50 km/h erlaubt. Das nervt doch. So, gut. Bahnsteig ist natürlich wieder im Gefälle. Wie soll es auch anders sein? Aber wir haben bis dato wenigstens freie Fahrt. Wobei, da haben wir eigentlich noch vor uns. Ah, noch gut, und dann sind wir gleich schon am Ziel.
So. Mich wundert, dass bei dieser Fahrmethode die Loks nicht, die Bremsen nicht durchbrennen. Aber so wie ich fahre, mit ständig angezogener Bremse. Da würde eine normale Bremse abfackeln. Ich sag's euch, gnadenlos abfackeln. Fünfzehn vierzig Abfahrt. Wir sind ganze 4 Minuten zu früh. Ganze 4 Minuten, Leute. Haben wir eigentlich noch mal Verkehr auf der Strecke hier, oder? Sind wir der einzige verkehrende Zug? Oh, der ist abgefahren. Hier oben zu 2 steht noch da. Zug 4 hat sich dann mal bewegt, ist hier abgefahren. Naja, gut. Dann würde ich mal sagen, Leinen los und Feuer frei. Auf zum letzten Halt. Ja, dann aber ziehen wir die Folge ein bisschen was. Geht es wieder ganz schön bergab, nochmal auf diesem Streckenabschnitt. Wenn ich das mal so bemerken darf. Also wirklich ganz schön bergab. Guckt euch doch mal dieses wunderherrliche Bild an hier.
Ja, das ist die Bremse, da wo sich hin quietscht. Was natürlich so ein Effekt, aha. Mal gucken, da wieder ein bisschen. Ach. Das Schöne scheint eine gute zu sein. Die Strecken sind nicht ganz so krass übertaktet vom Fahren. Ach du Scheiße, guck dir das an. Wir haben noch mal ein bisschen Schleifenfahrt vor uns, wa? Als Doppelschleife, ach du Scheiße. Ach ja, ihr Lieben. Ich glaube, ich muss die Bremse mal ein bisschen mehr anziehen hier. Sonst werden wir gleich ein bisschen schnell. Und jetzt muss ich mich mal langsam auf die Ankunft im Bahnhof vorbereiten.
Hier ist nämlich jetzt 30 angesagt, ihr Lieben. Na, komm schon. So, Türen auf. Bumm. Bahnmuseum Albula. Hey, ich bin nicht weit genug vorgefahren, dass das der Bahnübergang frei macht. Gut gemacht, Zugführer. Der Zug wird bei einer erfolgreichen Reise. Ja. Das sind meine ganzen Geschwindigkeitsverstöße. Und es hält sich eigentlich noch in Grenzen. Immerhin noch 122 Punkte. Aber es geht besser. Aber ihr seht, es haben auch einige andere gemacht. Naja, ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zusehen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Hier oder anderswo. Bis dann. Ciao.